So, schönen guten Tag. Wir schauen uns heute mal die neue Facebook-App an. Die hat nämlich gestern ein Update bekommen. Und meiner Meinung nach ist die mal wieder ein bisschen kaputt gespielt worden oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist da ein Feature weggestrichen worden oder versetzt worden, was mir nicht so gefällt. Also ist jetzt die normale Timeline. Wenn man hier runterzog, konnte man oben in so einem kleinen Balken auswählen, ob man die neuesten Meldungen bekommen will oder die Neuigkeiten. Die Neuigkeiten habe ich nie so richtig verstanden, sind Statusmitteilungen, die Facebook irgendwie sortiert hat und warum auch immer die angezeigt wurden. Das sind dann oft Beiträge von vorgestern, gestern, wann auch immer dabei. Also mit welcher Begründung oder warum, kann ich jetzt nicht sagen. Und ich habe halt immer die neuesten Meldungen ausgewählt, weil dann immer das Aktuelle in der Timeline ist von den Leuten, die man auch abonniert hat und denen man auch folgt. So, jetzt sieht man hier schon, wenn man das erkennen kann, ja, müsste man erkennen können, der Beitrag hier oben ist von gestern, 11.16 Uhr und darunter der Beitrag ist von vor 7 Stunden. Das sind also nicht die neuesten Meldungen, sondern sind nur diese ausgewählten Neuigkeiten von Facebook. Ja, jetzt sieht man hier runter, kann aktualisieren, dann ändert sich vielleicht mal was. Aber die neuesten Meldungen bekommt man halt immer noch nicht angezeigt. Und wenn man die sehen will, muss man auf iOS Folgendes machen. Man klickt hier unten rechts auf diese drei Striche. Geht dann nach unten, ja, und hat hier die neuesten Meldungen. Manchmal steht da auch oben eine Liste drin. Dann muss man hier drüber erst auf den Pfeil, auf Feeds. Und dann hat man hier die neuesten Meldungen. Und wenn man darauf geht, sieht man halt wirklich die neuesten Meldungen, wie jetzt im Beitrag von vor 7 Minuten. Ja, man kann jetzt auch hier zurückgehen in die Neuigkeiten und wenn man darauf klickt, sind sie dann noch da, aber das halt, passiert halt auch nicht immer. Und ja, man muss sie halt immer erst suchen, die neuesten Meldungen. Meiner Meinung nach ein bisschen missglückt das Ganze. Gut, ja, das wollte ich euch ganz kurz mal zeigen. In diesem Sinne, schönen Tag noch und tschüss.